Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 im Jahr 3 der Gefangene von Azkaban. Wir spielen mit Hermine. Hermine. Hermine, komm. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hin sollen. Ach, da hinten sollen die lang. Oder wartet Madame Pomfrey, oder wer ist das, auf uns? Schauen wir mal. Sollen wir in den Krankenflügel? Zu Harry vielleicht? Harry hat sich sicherlich von dem Dementorenangriff langsam erholt, nehme ich mal an. Aber kann auch sein, dass wir zum Krankenflügel weiterspielen sollen. Na, kleiner grüner Kessel. Kuss des Dementors sind wir jetzt. Ja. Ja, ich hatte ja, oder ihr habt es ja mitbekommen, dass Seidenschnabel, der Hippogreif, der hatte ja. Der wurde ja geflogen. Wie auch immer man es nennen mag. Och nö. Schon wieder eine Alraune. Ja, aber stimmt, die andere, die habe ich im Level davor jetzt gar nicht weggebracht gehabt. Die ist da noch rumgelaufen, ne? Na egal. Ja. Der Hippogreif hatte ja Malfoy angegriffen, Draco, weil der ja zu blöde war, mit dem ordentlich umzugehen. Und, ja. Soll ich hier mit dem Fisch irgendwas machen? Weiß ich nicht. Aber ich kann hier fleißig Punkte sammeln. Ja, und nun ist es halt so. Das ist immer diese Alraunen hier. Das bringt mich alles mal so aus dem Konzept, wenn ich was erzählen will. Lass mich doch mal in Ruhe erzählen. Okay, ich darf nicht in Ruhe reden. Was wollte ich sagen? Der Hippogreif sollte, weil die Malfoys einfach Arschlöcher sind, ja, die, haben dafür gesorgt, dass Seidenschnabel, der arme Hippogreif, zum Tode verurteilt werden soll. Und, Harry wurde ja auch von den Dementoren irgendwie gerettet. Man weiß bis jetzt noch nicht von wem und wieso. Ja, und da Ron immer noch verletzt ist von Sirius Angriff. Komm, das macht mal Hermine jetzt, damit die auch mal was zu tun hat. Hol dir mal ein paar Ohrenschützer. Warum müssen die denn eigentlich immer ganz in den Schrank reingehen, um sich Ohrenschützer aufzupacken? So, komm her, du Allraunvieh. Ja, ich pack dich jetzt, du. Glaubst du wohl, dass ich dich hier nicht packen kann? Ich finde die Allraun so niedlich. Tja, so, jetzt gibt sie Ruhe. Das ist schön. Und Sirius Black wurde auch gefangen, wollte ich auch noch sagen. Denn das Problem war ja, dass Snape auch in der heulenden Hütte war. Und der weiß ja irgendwie, wusste ja von nix. Der wusste jetzt nicht, dass da Wurmschwanz ist. Und der wusste auch nicht, dass die anderen das nur, wie Sirius Black und Lupin das nur gut gemeint haben. Oh, wir müssen dem Fisch mal helfen, ne? Komm mal her, du Fischi. Achso, die sollen wir jetzt füttern. Okay. Die sind nicht zum Retten da, die sind zum Fressen anscheinend. Alles klar. Weißt du Bescheid, Hermine? So, was haben wir hier noch? Hier können wir auch noch was zusammenbasteln. Nun, also, Sirius Black wurde also gefangen dank Snape. Und, der arme Hippogreif ist auch noch zum Tode verurteilt. Und da kann ja keiner was für. Und nun hat die schlaue Hermine einen Zeitumkehrer. So nennt sich das Ding. Und mit diesem Zeitumkehrer-Ding sind die Ketten schon mal frei. Das ist wunderbar. Oh.
Ja, was ich sagen wollte, dieser Zeitumkehrer ist halt dazu da, dass man beliebig umreisen kann, Zukunft, Vergangenheit, wie auch immer man will. Und den Benutztermine natürlich. Hörst du mal auf, mich anzusprechen hier. Voll viele von den Bienen. So, endlich. Wieder mal gezettelt hier. Ja, und den haben Harry und Hermine jetzt benutzt, den Zeitumkehrer. Und das ist sehr, sehr gut, weil dadurch haben sie halt die Möglichkeit, nochmal in die Vergangenheit zu reisen. Was sie ja auch in der Gegenwart dann quasi getan haben, ohne dass sie es wussten. Denn sie wurden ja nicht von irgendwem gerettet, wie ihr gerade gesehen habt bei mir. Oh, ganz klar, sie hat ja gerade geheult und hat damit Schülern schon mal geholfen, zum Beispiel Lupin in seinem Wahn als Werwolf abzulenken, was sehr klug war. Und jetzt hier die Bubble-Dinger nochmal benutzen. Wir müssen ja wieder neue Punkte irgendwie sammeln. Wenn das immer nur silberne sind, das ist natürlich ewig, aber gucken, wie schnell wir sind. Ja, ganz viele Bäume. Noch mehr Baum. Und noch mehr Baum. Bis der ganze Baum abgeholzt ist. Was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendwas, was irgendwo hin soll. Wir gehen mal ein bisschen hier lang. Hallo? Wo soll das hin? An den Froschdings hier? Was ist das hier, dieses Grüne? Hm. Hier vielleicht hier unten? Ich lasse das mal fallen. So, wir können ja nochmal hier ein bisschen wichteln. Wichteln, habe ich gesagt, Hermine. Warum nimmt sie es denn? Nein. Lass das mal fallen. Ja, genau das wollte ich. Ah, es ist so... Mach das doch nicht nach hinten. So, jetzt darfst du hier herumfliegen lassen mit Wingardium Leviosa. In der Regenwolke. Aha, toll. Aber jetzt liegt das Ding da unten. Naja. Ach, jetzt kommen die Frösche hier angesprochen. Hä? Ich weiß gar nicht, was wir hier machen gerade. Das hast du toll gemacht, Hermine. Noch mehr Büsche. Und hier habe ich jetzt aber keine Lust, alle nacheinander. Das macht keinen Spaß. Die Kulisse und so ist ziemlich cool, aber dass es immer dieselben Pflanzen sind, ist auch ein bisschen eintönig. So. Gibt es noch mehr zu tun? Können wir hier machen? Da ist irgendwie ein Anker dran. Okay. Was können wir mit dem Anker machen? Nix. Tja, jedenfalls sind wir auf dem Weg, dass wir versuchen, alle zu retten. Im Moment, zur selben Zeit, sind da hinten ja gerade auch Harry und Hermine, nur halt quasi in der Vergangenheit. Und Sirius kämpft gegen Lupin, was wir ja im letzten Part gesehen haben. Das passiert gerade zur selben Zeit. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ach, da ist wieder dieses komische Ding. Und warum habe ich das Gefühl, dass wir so lange brauchen diesmal, um diese Punkte zu sammeln? Weiß ich auch nicht. Können wir hier mal was machen? Nein, anscheinend nicht. Können wir das da vielleicht einsetzen, dieses Ding? Aber doch, können wir bestimmt. Ja, komm.
Okay, wieder eine kleine Harry Potter Schunkelparty. Was hat uns das jetzt gebracht? So, wir holen mal wieder Krummbein. Gut, dass der auch so graben kann, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Also, ich meine, Katzen schaben vielleicht ein bisschen, aber so richtig graben, das ist ja was für Hunde. Oh, es sind aber viele Punkte. So, und das kann jetzt wieder rausgebracht werden, oder was? Okay, gut. Können wir dann hier jetzt entlang gucken, wo es eigentlich... Harry? Harry, was machst du da eigentlich? Hier, am Anker. Harry, du darfst kommen. Harry. Ja, Harry planscht eine Runde allein. Das ist auch okay. Wenn er dann meint. Können wir hier irgendwas mitmachen? Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie schlecht aus. Da sind so ein paar Glühwürmchen. Können wir hier runter? Ja, können wir, aber... Jetzt muss ich das Ding wiederholen, ne? Ich weiß aber auch, wie gesagt, überhaupt nicht, wohin damit. Und, so. Harry! Okay. Jetzt kommt Harry zum Einsatz, weil Helene zu dusselig ist. Bring immer das Ding mit. Irgendwo soll das ja hin. Ach, Leute. So, jetzt schafft's Hermine wahrscheinlich nicht mehr. Ach, das soll auch dahin. Okay. Nimm das ruhig weiter mit, Harry. So, jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. Hermine hat geholfen, dass denen nichts passiert in der Vergangenheit quasi. Das ist auch gut so. Aber sie sind noch nicht fertig, denn hier greifen die Dementoren jetzt an, die übrigens eigentlich nur da waren, um Sirius Black zu finden und zu schnappen, um ihnen den Kuss des Todes zu geben und die Seele auszuhauchen, was Dementoren ja sehr gerne tun, wenn man sie denn lässt. Und das wollen sie natürlich unheimlich gerne, vor allem bei Sirius Black, weil sie ja denken, der ist schuld und Mörder und bla bla bla. Ja, ist er natürlich gar nicht, aber interessiert ja keinen, außer die Kinder. So, ich komme da gar nicht mehr hin. Wo kann ich denn mal lang hier unten? Es ist ja ein Punktesammeln hier in diesem Part, unglaublich. Da hinten sind die Dementoren. Und Harry hat einen Hirsch gesehen. Und wie wir alle wissen, der Patronus, das Tier, das bei Expecto Patronum erscheint, bei Harry auch ein Hirsch. Und er kommt auf die leise Idee. Und eigentlich ist es eher Hermine, die sagt, hey, dein Vater, wie Harry zuerst dachte, kommt gar nicht, sondern... Vielleicht sollst du das machen. Ja. Naja. Hier ist alles irgendwie ganz eisig. Wir können hier aber ganz viele Punkte holen. Ich will aber die Dementoren noch nicht verjagen, weil dann ist das Level vorbei. Ich will erst noch ein bisschen Punkte sammeln. Komm, den blauen nimmst du ja wohl noch mit. Erspart uns immer einiges. Was ist hier für eine Mauer? Was ist das immer für Glühwürmchen? Und wie kommen wir da oben hin? Okay, wir werden weggeschwebt. Ja, Harry kämpft da hinten. Ne? Ist das hier für Krummbein irgendwie? Da.
Kann der hier rein? Der kann da tatsächlich rein, aber der kann da nichts machen, oder was? Das ist ja doof. Krummbein, komm raus da. Krummbein. Dann nicht. Ich möchte gerne da oben hin. Ich weiß nur nicht wie. Ja, voll die dramatische Musik hier, aber wir haben noch etwas zu tun. Die Bubbles. Die Bubbles sind auch noch da. Ja, nach links kann ich nicht, nach rechts komme ich auch nicht weiter. Voll doof hier. Ich möchte da oben hin. Kann ich denn hier mit dem riesen Klotz hier in der Mitte irgendwas machen? Ja gut, dann machen wir jetzt hier unseren Mega-Patronus-Zauber. Okay, wir machen die nochmal. Okay, wie es bringt anscheinend gar nichts. Du sollst es auch nicht auf Hermine machen. Dann müssen wir dann doch nochmal hier vielleicht lang. Kommen wir denn hier irgendwie weiter? Kommen wir von diesem Ding hier irgendwie darüber? Wenn wir hier ein bisschen einfach mehr hopsen? Vielleicht schafft Hermine das? Nö. Nix irgendwie. Ja, Mai, wie kommen wir denn da rüber? Also von der Seite anscheinend nicht. Wie nah müssen wir denn... ich habe jetzt gedacht, dass wir hier irgendwie... die jetzt hier vertreiben können. Und, so, und sagen mir die Glühwürmchen eigentlich immer, dass ich hier lang kann? Oder haben die gar nichts zu sagen? Okay. Wieder mal was entdeckt. Komm, kannst du das auch? Ja, kannst du. Na toll, wir haben eine Brücke gemacht. Und nicht gleich so. Wie komme ich da jetzt lang? Hier. Ich springe ja immer von da hinten eigentlich rüber. Toll. Okay, die Glühwürmchen. Hermine, schnell du. Dann muss ich nicht mit Harry den ganzen Weg nochmal gehen. Okay, wir sind hier noch nicht fertig. Ah, oh, okay. Alles klar. Okay, wir lenken die Dementoren ab. Mit einem ganz tollen Ablenkungsmanöver. Bubbles, ihr seid gefragt. Eigentlich nicht, aber egal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir müssen erstmal die Büsche noch machen. So, dann Eule, Ding. Ah. Oh, viele Punkte. Und was hat das gebracht? Oh, also ganz viele Punkte, aber es war jetzt nicht irgendwie wichtig. Nee. Dann, Harry? Expecto Patronum und so? Jawohl. Sind ja schon mal welche weg, das ist gut. Und jetzt! Expecto Patronum. Expecto Patronum. Toll, Level abgeschlossen, aber ich bin kein wahrer Zauberer, deswegen überspringen wir das. Ach, Schüler in Gefahr. Juhu, gerettet! Und goldene Steine, 2 Stück vielleicht. 1, 2.
Ja, der dritte hätten wir gehabt, wenn wir die Punkte alle gehabt hätten, aber egal. Wieder zurück in Schloss Hogwarts können wir jetzt mit dem Zeitumkehrer umgehen, den ich ja schon mit Hermine beschrieben habe. Und da wir jetzt den Hippogreif, seinen Schnabel, gerettet haben, fragen sich die beiden natürlich, ob sie noch mehr retten können. Nämlich natürlich Sirius Black, der jetzt gefangen wurde. Und ey, du darfst überhaupt nicht. Du bist zwar nur ein... Ist zwar nur ein Irrwicht gewesen, aber trotzdem. Okay, ich mache mal hier einfach das nächste Mal weiter. Und dann werden die beiden einfach mal versuchen, Sirius Black da aus dem Turm zu holen, weil der soll ja jetzt dann ermordet werden, wegen Mordverdacht und bla bla bla, habe ich ja schon alles erzählt. Und das wollen die natürlich vermeiden, denn das ist ja der einzige Patenonkel noch, also der einzige Verwandte außer Tante Petunia, den Harry noch hat. Und ja... Der verspricht ihm auch, dass er bei ihm wohnen könnte. Und das ist alles voll traurig und schön zugleich. Und ja, und wir haben seine Schnappe hier und ich wiederhole mich. Und wir sehen uns im nächsten Part von Lego Harry Potter. Bis dann.